Hi Leute und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim großen Preis von Österreich in Spielberg beim 11. Saisonrennen mit Haas nach einem soliden Wochenende in Silverstone, Plätze 6 und 8. Mehr ging, denke ich, nicht. Außer vielleicht Platz 7 mit Magnussen, hätte er nicht wieder Fehler gemacht, aber ist egal. Magnussen hat keinen Entwicklungspunkt, leider schade. Da bräuchte es ja viel davon, um die Kontrolle zu verbessern. Auf jeden Fall haben wir beim letzten Mal ja noch das Designzentrum anbekommen. Da würde ich sagen, tun wir doch das als nächstes nochmal machen, um vielleicht mal ein drittes Upgrade hindern, also auf einmal mitmachen zu können, also immer nur zwei. Und das Autoteilzentrum würde ich direkt dann auch gleich mal hinterher scheuern. Würde auch gehen. Autoteilzentrum ist es jetzt? Ich glaube ja, ne? Ja. Genau, oh. Klickt schon wieder nicht. Dann. Ach, come on. Jetzt haben wir wenig Geld, weiß, aber dafür haben wir jetzt sowohl Designzentrum, was erst in, oh, 105 Tage ankommt, oh Gott. Naja, solange es immerhin vor der nächsten Saison ankommt, wäre es schon ganz nett. Und das Autotestzentrum, oder ist es dafür zuständig? Ich weiß es nicht. Ist egal. Hauptsache, wir haben jetzt mal hier die beiden jetzt am Laufen. Und. Beim Personal können wir immer nachgucken, ob die was haben. Ach, gucken wir jetzt nicht nach. Aber wir gucken mal kurz nach, was ist hier bei, wann die Upgrades ankommen, die wir aktuell im Laufen haben. Unterboden und Chassis. Oh, Chassis kommt sogar schon an. Ah, wir haben da ein bisschen zu wenig Kohle jetzt, um dann gleich direkt ein neues machen zu können. Aber das Chassis bekommen wir an, den Entwurf. Unterboden dauert noch ein bisschen. Aber Chassis bekommen wir an. Na gut, dann spulen wir die Zeit vor, wenn das mal jetzt hier drücken würde. Zack. Da haben wir das gute alte Chassis. Gut, ich denke mal, ich hoffe mal, dass wir es anfertigen können. Ja, wahrscheinlich nicht. Bin ich schon wieder falsch drin. Hier beim Lager brauche ich doch. Chassis. Drittes Teil, okay, könnten wir nicht mal, weil wir noch Fertigungen haben. Okay, können wir sogar nicht mal. Könnte sein, dass wir es nicht mal vor Österreich jetzt ans Auto bekommen. Sowieso wegen dem Geld jetzt aktuell und auch weil wir noch irgendwie Fertigungsprojekte am Laufen haben. Ist ja auch erstmal egal. Da tun wir erstmal. Ah, okay, da kommt schon die erste Fertigung jetzt sogar an. Aber ob das Geld dafür reicht, vielleicht, wenn man es normal macht, aber ich glaube, mit. Eine Notfallentwicklung glaube ich nicht unbedingt, oder? Also ich glaube nicht. Wir können es probieren. Fakt ist, wir sollten jetzt eigentlich mindestens Fertigung machen. Nein! Okay, können wir sogar nicht mal. Okay, interessant. Okay, hat sich das Thema jetzt schon erstmal erledigt. Was haben wir denn alles am Laufen an Fertigung, hä? Ja, ist auch erstmal egal. Aber hier kommt jetzt die nächste Fertigung an. Oh, das war sogar vom Chassis, lol. Aber wahrscheinlich von der alten noch. Aber jetzt komm, jetzt. Ach, oder vielleicht deswegen, weil wir vom Chassis noch am Laufen hatten? Ah, keine Ahnung. Ist auch egal. Jetzt können wir auf jeden Fall, könnten. Ja, normal könnte man's. Normal könnte man's. Schnell wahrscheinlich auch, ja. Am Notfall sogar auch, aber nur mit einem. Nur mit einem. Machen wir es zumindest mit einem, dass einer immerhin das hat. Ja, komm, wenigstens einer. Da können wir zumindest mal gucken. Machen wir immerhin eins, haben wir fast nichts übrig, ja. Noch eins können wir nicht, auch mit normal nicht, oder? Nee. Ist auch erstmal egal, Hauptsache einer hat es erstmal. Dann würde ich sagen, machen wir das in Gaslys, weil der einfach der bessere ist. Obwohl, dann wäre es vielleicht besser eher Magnussen, oder? Weil der schlechtere ist, dass der ein besseres Auto hat oder so, dass der mehr mithalten kann mit Gasly. Andererseits ist Gasly halt unser Mann, der halt trotzdem besser ist. Und dann tun wir das natürlich dem Nummer 1 Fahrer. Geben. Ist eigentlich fast traurig, das zu sagen, dass Gasly schon, obwohl er erst 4 oder 5 Rennen bei uns fährt, schon direkt Nummer 1 Fahrer ist, anstatt Magnussen, ne? Der schon länger fährt. Also traurig für Magnussen, aber Gasly hat sich verdient. Der hat schon den Sieg auch geholt, ne? Unfassbar. Und ja, Q2 Q und Qualifying-Rang und dann geht's auf ins Wochenende in Österreich. Ja, am Samstag. Im Qualifying sonst wieder regnen. Ja, kann aber für Action natürlich sorgen, für ein bisschen Chaos. Da wären wir beim Qualifying, hab noch ein bisschen was umgeändert.
Am Setup bei Gasly, beim Magnus habe ich es auf 100 hinbekommen direkt. Also während des Trainings noch. Bei Gasly habe ich es auf 95 bekommen. Ich habe noch ein bisschen was versucht umzustellen. Das kann natürlich wieder nach hinten losgehen. Ein bisschen. Oh. Okay, aber wann fällt man jetzt am besten raus? Also lieber jetzt schon einmal, sind wir auf Inters von wenigstens, ja. Jetzt würde ich mal sowieso rausfahren wollen, kurz. Einfach. Oh, ist ein bisschen zu eng, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht. Ein bisschen Windfahren könnte er bekommen. Ja. Sehr gut, schon mal. Oh, bitte fahrt rein. Bitte fahrt rein. Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Ja, Gassi-Setup noch kurz gucken. 100! Let's go! Hat wirklich hingehauen. Hätte ich nicht unbedingt gedacht, aber tatsächlich beide 100. Nice. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Nur 2 Zehntel weg von Verstappen, wirklich? Ich gucke mal kurz, wann. Es gibt hier eine Phase, wo es ganz, ganz niedrig sein soll. Anderes haben wir halt von den Top-Runden eigentlich hinbekommen. Aber wir gucken mal noch nach, was die anderen so machen. Naja, aber. Naja. Wir sind wirklich Zweiter und Vierter aktuell. Auch wenn noch nicht alle gefahren sind, natürlich, aber trotzdem. Ja, aber da fahren wir wirklich welche jetzt, dann, wenn es ein bisschen weniger sein soll. Aber ach komm, das wird reichen, oder? Die haben ja keinen Verkehr gehabt. Die sind auch richtig nah dran am Verstappen. Auch Magnus, der nicht das Upgrade hat mit dem Chassis. Sainz, also er hat noch keine Zeit, okay. Jetzt haben wir Hamilton, okay, Hamilton, ausgerechnet einer unserer Konkurrenten. Aber es sollte reichen, oder? Ja, ich gehe davon aus. Bitte. Ja, locker. Plätze 4 und 6 tatsächlich. Lol. Gar nicht damit gerechnet eigentlich, aber okay. Aber vor allem beide auf 100%. Ja, besser geht's doch gar nicht. Besser geht's wirklich nicht. So, Quali von 2. Ist wieder trocken jetzt? Ja. Dann gehen wir einfach auf den Sätzen. Regen hat aufgehört, ja. Hat nur aufgehört oder? Interessant, okay. Ah, die werden. Okay, die werden nur Perez vielleicht haben. Ne, nicht mal Perez. Sehr gut. Oh, 7000 an einem Qualifier. Vor allem sind die echt eng beisammen. Im Rennen scheint Gasly dann nur so relativ die Oberhand zu haben. Aber im Qualifying sind die echt richtig eng zusammen. Das muss man sagen. Aber jetzt ist der Abstand ein bisschen größer, aber okay. Ich würde die Strecke besser. Könnte sein zumindest. Ja, Alonso ist vor uns. Das ist eigentlich oben ein bisschen seltsam. Ja. Bestätigen kurz und bestätigen kurz. Nochmal einfach nochmal rausfahren wegen. Ja, einfach wegen hier. Weil die Strecke jetzt hier am besten ist, gegen Ende relativ. Boah, jetzt warten die schon wieder alles so lange. Warum? Ja, ist egal. Ah, die können sogar wirklich verbessern, ne? Im ersten Sektor zumindest. Hat aber nicht so viel gebracht. Ah, da hat was gebracht. Wurden beide schneller. Jemand ist von der Linie abgekommen. Aber war nicht so best, dass sie sich verbessert haben. Damit sind unsere beiden wieder in Q2 gekommen und jetzt zum entscheidenden in Q3 gekommen, sorry. Jetzt haben die beide auf früh zwei frühe Sätze, dadurch, dass es halt im Q1 auch geregnet hat. Perfekt. Wir gucken uns die Runde direkt schon mal an, weil es halt die erste trotzdem ist. Können da Verkehr haben. Die könnten Verkehr haben. Oh, und falls ich so noch. Direkt mal. Ja, das Sainz. Mach Platz, ja, okay. Er hat zumindest Gasly ganz okay Platz gemacht. Oh, ja, Magnussen, aber im ersten Sektor schnellster.
Auch wenn nur knapp. Im zweiten hat aber Gassi dann wieder ein bisschen die Oberhand. Oh, es wird wieder eng. Das wird ein Kopf an Kopf. Um das Qualifying jetzt. Aber Gassi minimal dahinter. Aber ich weiß jetzt nicht, Sainz. Keine Ahnung, wie viel Zeit, ob der Zeit gekostet hat oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Bitte kommt ihr beide rein. Ja, die kommen. Oh, oh, das könnte schon gewesen sein. Regnet schon wieder. Ei. Ja, das ist natürlich die Chance für Magnussen, da auf jeden Fall vorne zu bleiben. Na, es wird so sein. Aber, ja, es könnte Plätze 3 und 4 sein. Weil es regnet jetzt schon. Es regnet. Das war's. Das können wird Platz 4 werden. Da haben wir wieder alles richtig gemacht. Ja, ja. Das war's. Plätze 3 und 4. Stark. Schade, dass wir nicht, dass es nicht noch eher angefangen hat. Dann wären wir vielleicht sogar Doppelpol. Ja, als ob das jetzt wirklich was bringt, um mal rauszufahren. Ja, komm, ist nass. Als ob die sich jetzt wirklich noch verbessern könnten. Ja, nee, Plätze 3 und 4 fürs Team. Was geht hier ab? Der Regen, ich sag ja, der kann viel durcheinander bringen. Und er hat es. Magnussen auf 3, Gasly auf 4. Stark. Es ist der Renntag und die letzten Tore. Richtig stark. 100% Setup. Besser geht's ja nicht, wirklich. Besser. Oh ja. Geht's nicht. Okay, die Strategie. Eine Einstop. Ja, entweder Medium Hard oder Hard Medium. Ja, ich denke, der Medium Hard, die kann schon ganz gut sein. Vor allem mit unserem Auto aktuell. Da müsste man mit Hard zu lang fahren. Ob das schnell ist, weiß ich nicht. Glaubt ihr nicht. Also daher passt das schon. Benzin, machen wir mehr rein. Zack. Benzin. Los, Fahroption und dann kann es losgehen. Plätze 3 und 4. Sonniges Wetter hier. Die Fahrer beziehen gerade ihre Startplätze. Hier sehen wir Kevin Magnussen. Der dritte Startplatz ist eine gute Position in diesem Rennen. Der nächste Vertreter des Teams, Pierre Gasly. Mit einer Top-10-Platzierung am Start könnte dieses Rennen so oder so ausgehen. Alle haben auf diesen Moment hingearbeitet. Die Zuschauer sind bereit, die Wagen auch. Es ist der große Preis von Österreich. Das Startsignal erlischt und los geht's. Los geht's. Gasly kommt sehr gut weg. Wenn ich mir so angucke im Vergleich zu Magnussen, aber hat dann... Wird ein bisschen fest, hängt hier fest, weil Verstappen auch einen schlechten Start hat. Magnussen schon vorbei. Max. Während Gasly auch vielleicht vorbeikommen könnte. Ja, eventuell. Ja, zumindest versucht das hier außen. Aber schafft es nicht ganz, trotz ihres Schade, oder? Magnussen, der ist dran. An Sainz. Aber Gasly ist an Platz 4 gehalten. Mal sehen, wie unser Pace sein wird. Ich glaube nicht unbedingt, dass wir wirklich was um den Sieg da mitmachen können. Weil wir Magnussen aber vielleicht doch mal ein bisschen kurz angreifen lassen könnten. Gasly auch. Nur mal kurz. Ich kann es ja mithalten. Magnussen hat jetzt schon eine Sekunde Rückstand auf Sainz. Also die Pace da vorne auch. Das ist schon echt krass. Ja, aber Gasly macht's gegen Max. Ah, aber hängt dann wieder fest. Das macht was dann gut. Jetzt ist aber wieder dran, der Magnussen. Wenn man einmal das DS hat, dann kann man da auch mithalten. Und das DS scheint K-Mac gleich zu haben. Hoffe ich. Ah, oder? Ah, nicht ganz unbedingt. Schade. DRS is enabled. Ach. DRS enabled. Der Sektor 1 ist schon wieder gelb. Jetzt kommt aber Gasly endlich mal vielleicht vorbei. Daneben kommt er zumindest wieder. Ja, aber jetzt kommen wir das hier. Ah. Da ist wohl jemand von der Linie abgekommen. Ja, jetzt aber komm. Mach es, mach es. Ja, nein, mach es, los. Ah, er ist leer. Ja, verdammt, überholen ist echt kein Kinderspiel, man merkt's. Ah, und da ist immer noch vorbei. Ach, come on, ja, ist das ERS leer. Alter. Ja, was kann man vergessen mit Magnussen? No! Safety Car. Safety Car. Leclerc hat was gemacht. Leclerc hat was gemacht, oder? Irgendwas hat doch Leclerc gemacht. Achtung, da ist Leclerc.
direkt hinter unseren beiden mit. Weit raus und der schießt Peres ab, oder was? Ja, irgendwie so auf jeden Fall. War eine dumme Perspektive, aber irgendwie so muss es passiert sein. Aber keiner eine Strafe irgendwie bekommt, so wie es aussieht. Interessant. Aber richtig weit sind die jetzt weg auf einmal. Wow. Das könnte schon gut. Das ist gut. Sehr gut ist das sogar. Okay, danke. Ja, wir kommen dann. Auch mit aggressiven Fahren können wir nicht direkt mithalten mit Sainz. Also sind richtig weit weg. 9 Sekunden hat das gekostet. Wow. Krass. Aber Max ist aber immer noch dran, sogar rein, theoretisch jetzt. Aber jetzt wird er langsam verlieren. Alonso ist aber Fünfter, oder? Oh, ah, das wird sogar Hart Peres. Oh. Wir fahren sogar mit Hart Peres. Ja, Peres und Leclerc fahren sogar in die Box. Die haben also beide sogar Schaden davon getragen. Eieiei. Unfassbar. Ja, ja. Aber Magnus macht das so gut aktuell. Er hält sich da aktuell perfekt. Vorne. Ohne Fehler. Bis jetzt, Runde 5. Das liefert allgemein gefühlt jetzt sogar ein bisschen hinterher zu hängen aktuell. Aber ich komme erstmal Magnussen, Verstappen vorbei an Magnussen, ne? Oh, und er konnte direkt, stark gemacht. Von Kamek, 10 Sekunden, ja, ja. Aber die können trotzdem mithalten hier, an, mit Sainz und so. Wie sie alle heißen, so. Und. Aber Gas ist ja trotzdem Anschluss, ja, ja, und. Die, was, das DS hilft ihnen auch, um da wegzuziehen von Alonso. Auf 3 Geraden halt. Also, ja, so eine Runde von Gasly, ja, Lebenszeichen von Gasly auch. Also, dann habe ich gerade gesagt, der hängt ein bisschen hinterher gefühlt, aber gut, die Zeit gerade sagt was anderes. Der fährt die nächste Runde einfach mal. Und, können es beide überholen vielleicht sogar. Ja, also Verstappen zumindest. Und, Verstappen hat er jetzt und diesmal auch endgültig, ja, Mann. Und Magnus auch noch? Sein Teammate? Ah, nee, die noch nicht. Ja, aber da hat man jetzt, war doch ein Lebenszeichen von ihm. Ich dachte schon, der hat keine Chance. Oder der muss mich schon abreißen lassen, aber jetzt kommt Verstappen. Na, der ist so schnell. Und dann muss nächste Runde vielleicht sogar? Ne, ich glaube nicht. Ne, natürlich nicht. Ja. Gucken wir uns mal in diese Perspektive an. Ja, 10 Sekunden. Eieiei. Gasly vorbei, Magnus. Und hat sogar das DS nochmal abgestaubt jetzt. Irgendwie kommt er trotzdem nicht weg. Okay, interessant. Oh, jetzt kommt Verstappen da innen vorbei an K-Mac. Oder nicht, oder doch, oder nicht. Keine Ahnung. Das hilft nicht für alles sein. So, Alter, sieht das eng aus. Oh, verdammt, setz dich durch. Gegen K-Mac. Der Gasly! Wow, jeieiei. Das war eng. Ja, Magnussen gegen Pierre. Boah, ein schönes Teamduell, aber ich hab da immer Angst, dass die sich gegen sich rausschießen dann. Haas mit einem Überholmanöver. Gerade weil es so eine mega Chance ist aktuell. Gasly ist wieder. Oh, und Verstappen lässt sich locker. Wie man sehr von ihm kennt. Sainz? Ja, Sainz hat was gemacht. Ja, Sainz. Gasly ist gleich. Gasly ist dran. Oh, Sainz noch ein Fehler. Sainz noch ein Fehler, glaube ich. Sainz hat noch ein Fehler, glaube ich, gemacht. Der ist doch gerade in Kurve 1 weit rausgekommen, oder? Dachte ich zumindest. Ja, Gasly führt. Sainz hat noch ein Fehler gemacht. Direkt in Kurve 1. Doppelführung, Haas. Doppelführung, Haas. Der zweite Fehler in wenigen Kurven. Da haben wir es. Eieiei. Sowas meine ich. Ne? Sowas kann halt immer passieren. Und dann sind wir da. Unfassbar. Ja, aber es ist ein bisschen problematisch. Magnus führt, Gasly führt. Eieiei, schönes Teamduell, aber um die Spitze. Dass man von Haas als Teamduell über eine Spitze reden kann. Das ist halt auch einfach nur Wahnsinn. Wie sehen die Reifen der anderen aus? Ja, nicht so viel besser. Weil wir die ja auch nicht pushen lassen. Könnte man, wenn wir wollen, aber machen wir es nicht.
Wir lassen die frei fahren. Oh, ich könnte Gasly Probleme haben gegen zwei Schnelle, die dahinter kommen. Oh, Magnussen, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Eieiei. Magnussen vorbei. Gasly vorbei. Ich suche gerade die Perspektive irgendwie. Hier ist die, okay. Na, wer vorne ist, der kriegt den ersten Stop. Ich würde einfach mal sagen, wir tun die mal ganz kurz so fahren lassen. Aber Sainz kommt wieder näher. Gut, der ist halt einfach schnell. Das muss man einfach ganz klar sagen. Die sind einfach schnell. Oder Sainz ist einfach schnell. Aber so wirklich näher rankommt, tut er auch nicht, weil wir uns alle das DS geben. Magnussen ist mit der schnellsten Runde. Der ist vorne. Gasly hat mittlerweile Platz 3 hergeben müssen. Hat die Spitze hergeben müssen, ist es wieder Dritter aktuell. Ja, es hat vielleicht... Aber trotz DRS kommt Verstappen kaum weg, ne? Oh, Unfall! Schon wieder. Safety Car. Oh, was ist das für ein... Ja, das ist halt einfach wirklich Österreich. Es gibt kein normales Rennen in Österreich, irgendwie habe ich das Gefühl. Es gibt kein normales Rennen. Auf der Strecke herrscht Chaos. Es gibt kein normales Rennen in Österreich. Sehen wir nochmal hin. Da haben wir Joe. Ich denke immer, ja, ich würde da mal ein normales Österreich-Rennen geben, aber nein, in Österreich gibt es immer Chaos. In jeder AlphaTauri-Saison, in den drei Saisons, die wir bei AlphaTauri hatten, erste Saison Chaos, zweite Saison massenhaft Chaos, dritte Saison noch mehr Chaos und die Saison scheint es auch wieder so ein Chaos-Rennen zu werden. Eieiei. Keiner, was in Österreich ist, aber es gibt nur Chaos in Österreich, das ist sicher. Oh, jetzt hast du verdammt mal absetzen können. Ja gut, wir haben einfach nicht die Pace. Wir haben einfach nicht die Pace, muss man sagen, um da wirklich gegen einen Red Bull was machen zu können. Das ist halt einfach so. Ja, obwohl Gasly ist sogar noch... Oh. Junge, Junge, Junge. Gasly ist aber sogar immer noch dran eigentlich. Nochmal wieder gelb, Alter. Was ist das hier schon wieder? Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Die Räder haben wir blockiert. No ist jetzt. Wir machen mal kurz weiter vor einfach. Und gucken mal, was die so machen. Sainz kommt näher, das kann er, aber Alonso ist schon 11 Sekunden weg. Wenn Sainz rankommt, ist egal. Die reiten sich aber noch gut aus, echt, ne? Ja, Eindruck können wir locker machen. Ein schönes Teamduell, was die hier beide machen. Das ist echt schön, macht richtig Spaß zum Ansehen. Wenn die sich so lange nicht vorausschießen, ist es schön so. 12 Sekunden, also ich glaube fast, wir könnten wirklich mindestens mit einem auf den Podium heute kommen. Würde ich einfach sagen, wenn keiner Fehler macht. Mindestens mit einem. Sainz, also mit beiden werden wir es nicht schaffen. Außer Sainz kräft nochmal oder irgendwie. Aber weil Sainz und Verstappen halt da einfach sind. Aber weil Leclerc und Perez sich vom eliminiert mehr oder weniger haben. Und die bestimmt keine Einzelne machen können, die werden bestimmt nochmal auch reinkommen müssen dann. Oh, schon wieder gelb. Oh. Alonso oder Russell oder Alonso und Russell. Safety Car! Oh, das Gute. Da, jetzt können wir in die Box kommen. Aber wenn die Reifen guter sind, ja. Aber dann, wir müssen in die Box kommen eigentlich. Da hat Gasly natürlich das Glück wieder. Also irgendwie immer, wenn Gasly. Irgendwie hat Gasly immer in jedem Team, auch bei AlphaTauri, hat er immer Glück, dass er vorne ist, wenn Safety Car kommt. Aber mit einem jetzt nur reinzukommen und mit dem anderen nicht, wäre dumm. Dann, wir müssen den beiden machen. Wir haben ja auch guten Vorsprung auf Hamilton, das ist ja gar kein Problem. Ja, wir müssen nach Phase gehen. Das ist jetzt eine große Chance. Die machen das Verstappen und Sainz 4 Uhr eventuell. Aber das können wir schon machen. Ich denke auch, wir sind schon Runde 21, die Reifen halten mega. Wir hätten bestimmt noch mindestens, sagen wir mal, wenn wir wollen würden, 20 Runden aushalten können mit den Reifen. Sag ich mal grob. Vor allem wegen Safety Car jetzt noch. Und so wie ein Chaos das ist, könnte es noch ein Safety Car dann geben. Eventuell. Komm, machen wir dann mit harten. Beide harte, genau. Ja, die kommen doch beide jetzt rein, oder? Hoffe ich mal. Ja, natürlich kommen die beide rein. Ich hab die ja angegeben gerade. Ja, wer ist jetzt wieder gequetscht? Ah, tatsächlich, Alonso schießt Russell ab, oder was? Ja. Wow, Russell sogar raus. Das ist gut für die Konstruktorswerden. Dass Russell raus ist für Mercedes. Aber Alonso kann weiterfahren. Alter, was ist das für... Es gibt wirklich kein Österreich-Rennen, wo es mal nicht Action gibt irgendwie. Es gibt nur verrückte Österreich-Rennen. Was macht Verstappen?
Und der fährt sogar weiter. Entweder ist es ein Fehler natürlich oder es ist ein genialer Schachzug. Weil ich glaube sogar wirklich, wir könnten vor, mit Gasly zumindest vor Hamilton bleiben. Kann ich mir vorstellen. Wegen Safety Car. Sainz kommt auch nicht rein. Ah, was machen die? Gasly? Bleibt er vor Hamilton? Ah ne, vor Hamilton reicht das leider nicht ganz, aber auch Magnus ist Sechster noch. Das wird gut gewesen sein, denke ich, oder? Zumindest können die viel mehr pushen, dass die nochmal reinkommen können dann. Und vor allem kommt jetzt das Safety Car noch, wo die pushen können. Benzin, ERS können ihm aufbauen. Es kann gut sein, dieser Stop. Man weiß nicht. Das schont ja jetzt ohne wegen dem Safety Car. Schont das jetzt ja ohne alles hier. Man spart sich halt einen kompletten Stop. Jetzt in diesem Fall. Safety Car schont eh die Reifen massenhaft. Ah, leider kommt es von rein, schade. Das kann ganz gut gewesen sein. Und da halt für die Cuts. Runde kurz anhalten, damit hier Magnus und Uno hier das bekommt. ERS brauchen die auch beide. Direkt einfach mal. Gerade Hamilton überholen wäre schon nice. Aber jetzt auch nicht pushen direkt. Jetzt können wir halt durchfahren, mal sehen. Oh, Gasly ist schon dann sogar neben Hamilton mehr oder weniger gewesen. Aber mit dem ERS müsste doch locker gegen Hamilton reifen, ja locker. Magnus ist sogar schon vorbei und Ocon sogar auch. Wenn Gasly neben Hamilton ist und vorbei so kommen sollte. Ja, jetzt kommt er vorbei an Hamilton. Na, immer noch nicht. Aber jetzt ist er vorbei. Magnus, ja, wir sind schon wieder fast auf unseren Plätzen. Und müssten nicht mehr stoppen, theoretisch. Ob das geht, keine Ahnung. Aber andererseits, wir können doch die mehr pushen lassen. Dafür können die dann nochmal stoppen zwar, aber dann auf Mediums wieder gehen. Während die anderen halt locker harte Reifen haben. Das kann auch gut sein. Besser als die Reifen jetzt zu schonen und irgendwie jetzt auf Krampf versuchen durchzufahren. Jetzt geht es sogar mit aggressiven Fahren eventuell mal sehen, aber das kann gut sein. Wenn wir dann auf Mediums sind, und wenn sogar noch Sätze kommt, bei diesem Chaos kann schon wieder jetzt, ist mir alles, kann mir alles wahr sein. Magnus muss jetzt noch schnell vorbeikommen an die hier. Weil Gasly sich ein bisschen absetzen kann von Hamilton, klar. Ja, aber die scheinen auch so eine Oberhand zu haben. Würde ich mal sagen, ja, haben die. Aber Magnus müsste jetzt locker vorbeikommen, hoffe ich. Ja. Aber Hamilton ist die S-Klappe hat. Ja, hat er. Gasly ist dran an den beiden. Ist das eine neue Rennplatzierung für Haas? Ich weiß nicht, diese Zwei-Stop jetzt kann gut sein mit dem 60er. Er will sie nicht schon, die Reifen. Ich glaube, die können uns locker wegfahren. Gerade weil wir nur harte Reifen haben, langsam das Auto. Wenn wir dann aber auf Medium sind, das kann ganz gut sein. Das kann gut sein. Muss es nicht. Aber es kann gut sein. Ja, aber Hamilton, Karl lässt doch nicht locker, und so sage ich es mal. Warte mal ganz kurz hier weiter vormachen wollen. Oh, da kommen die sogar schon rein direkt. Sein's aber nur. Gasly mit der letzten Runde sogar mit den harten Reifen. Was zeigt, wie gut die eigentlich funktionieren. Ja, und Hamilton lässt nicht abreißen. Der fährt aber harte Reifen sich gerade. Er ist einfach darauf gestartet. Der wird auch auf Minus da fahren. Verdammt, fährt aber noch weiter, während Sainz schon längst drin war. Da wir jetzt ein bisschen Verkehr hat mit hier denen, auch einem Hartfahrer mit Aston Martin. Oh, das könnte gut sein für uns. Komm, verdammt, verzieh dich wohl mal in die Box jetzt. Ja, da fährt er in die Box, da haben wir mal endlich unsere Ruhe, die können mal ihre Pace fahren. Und ich denke, wenn wir 20 Runden mindestens mit den Harten jetzt aushalten, aber das werden wir locker schaffen, glaube ich. Auch mit aggressiv, und da ist wieder Säftiger, oder? Oder gelb. Ja. Wer kommt da von der Linie? Joe. Ah, es hat Zeit, was mal den Stroll. Okay, den Stroll hatte er vor der Nase. Ja, da kommt der Angriff von Stroll. Wäre schon schön. Ah, nee, das wird nicht reichen. Aber was haben wir denn jetzt vor der Nase? Ja, die haben halt jetzt mit Verkehr mit Hartfahren eventuell. Vor allem Alonso, der beim 60er drin war durch diese Aktion, ist es auch schon vor Sainz.
Der auf Mediens allerdings fährt, der fährt sowieso den Zweistopp, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, da ist doch zweimal Mediens, oder? Kann ich mir vorstellen. Jetzt. Und Hamilton nicht nachlässt gegen Magnussen, wäre ein Gastkäfig ganz gut. Ja, wenn er jetzt einmal aus dem DS-Fenster ist, wie bei der Alpha-Tauchkehre, hat er seinen Teamkollegen eigentlich immer unter Kontrolle. Und kann da sein Rennen fahren. Der Leclerc hat sowieso noch einen Zweistopp, fährt der oder Medium sogar. Aber ich glaube, der muss auch nochmal hart fahren dann, oder? Ich glaube schon, da ist er Medium gefahren, ist er nochmal Medium, dann muss er hart fahren. Ich glaube nicht, dass er mit Soft System schafft, oder? Oder man weiß es nicht. Oh, Magnussen. Ey, Magnussen. Ja, es muss ich langsam wirklich was tun. Es ist. Ja, schön, da ist noch Dritter, aber es ist direkt. Ja, was ist denn das, Magnussen? Ja. Oh, komm, greif an, du Depp. Oh. Alter. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Junge. Das kann da echt nicht dein Ernst sein. Aber oh, immer nur Magnus. Man kann schon darauf warten, dass es nur Magnus ist. Wenn er mal einen Fehler macht. Das ist unfassbar. Einfach unfassbar. Das ist nicht mehr normal. Oder doch? Ah, es wird schwer, gegen Leclerc irgendwas zu machen. Der ist unter Mediums hart, schnelles Auto. Eieieiei. Unfassbar. Wir könnten die Nummer eigentlich Gasly mal kurz aggressiv fahren. Ja, komm, lass mich mal kurz. Lass mich einfach mal kurz. Nur mal ein paar Runden. Ich kann sogar schnellste Runde fahren, wer weiß. Der ist so viel schneller als Hamilton. Ja, war so klar. Der kann nur. Na, der kann mit halt mit Leclerc, kann den unter Druck setzen. Also lassen wir den lieber wieder aggressiv fahren. Ja, außer Magnussen, der muss jetzt aggressiv fahren. Angreifen, weil der sich wieder in die Position gebracht hat. Aber Magnussen sogar wieder dran und Hamilton durch das aggressiv fahren, okay. Ja, dann kann er auch wieder aggressiv fahren jetzt. Aber trotzdem ist es lächerlich, was das angeht. Was machst du denn mit mir, Junge? Unfassbar. Ist egal, Gassi 9 Sekunden vorne, ja, der macht eine Mega-Pace. Mercedes hat einen Platz gut gemacht. 13 Runden, lassen wir die noch mindestens fahren, dann können die auf Mediums fahren nochmal. Vor allem scheinen sie immer ein bisschen im Verkehr fest. Mit Bottas. Und die duellieren sich hier. Das ist auch gut für uns. Aber wenn es jetzt hier kommt, dann meinetwegen jetzt auch auf Harte nochmal gehen. Ist mir egal, Hauptsache wir können locker durchfahren und voll angreifen. Ah, Latifi nur blockieren, das geht okay. Magnus ist wieder auf 2 immerhin, ja schön. Oh, jetzt kannst du nochmal absetzen. Lass mich den doch mal kurz angreifen. Vielleicht kommt er weg von Hamilton etwas. Ja, durch das Angreifen hat er es aber nur geschafft. Und Gasly ist von 9 Sekunden, dass er schon weg ist. Der macht es wieder mega. Also so eine mega Pace. Komm. Magnussen, setz dich ab. Hat zwar kein ES, aber komm, das aggressiv fahren, angreifen, da muss das wegkommen, bitte. Und das scheint da auch zu kommen fast, oder? Oder noch nicht ganz, leider. Jetzt aber. Ah, Sektor 2 ist gelb. Leider. Da ist ein Wagen von der Linie. Er hat immer was DS, Mann. Das war jetzt aber nicht so ganz der Plan. Wir können auch Gasly einfach noch weiter angreifen lassen. Ja komm, wir machen ja die 2-Stop eh. Mit Mediums dann. Mein Tempel ist endlich mal weg, ist so von Magnussen. Das ist sehr schön. So soll es sein, aber es kommt Leclerc feinlich da vorbei mal leider. Aber er wird kein DS haben zumindest. Da ist schon mal das eine Gute. Direkt jetzt mal. Ja, wir lassen die noch 10 Runden fahren. Die haben eben Verkehr noch und die hatten Verkehr. Aber weiter werden die so oder so nicht sein. Wenn es auch sättiger käme, wäre halt nice. Letzten Endes auch. Ja, jetzt kann nur Magnus sich absetzen etwas. Von Leclerc. Da haben die Räder blockiert. Oh, jetzt kommt sogar Hamilton und so in die Box. Wir können vielleicht jetzt schon reinkommen, oder? Ja, wir werden die jetzt voll angreifen lassen, einfach 10 Sekunden Gasly. Haben die Räder blockiert? Also Gasly, der steht gut da. Schnellste Runde von Gasly sogar, was? Und das mit solchen Reifen. Ey, der ist einfach echt unfassbar. Der ist unfassbar. Mit solchen Reifen fährt er noch eine schnellste Runde.
unfassbar. Ich meine ja, so ein Sainz und Verstappen, die haben frischere Karte und ein deutlich schnelleres Auto. Und trotzdem unfassbar. Ja, Magnus wäre auch viel näher dran natürlich, aber der hat sich durch diesen Fehler sowieso wieder jetzt ein bisschen außer Greifweite für den Sieg jetzt gebracht. Gasly steht dort gut da, im Vergleich zu Sainz und Verstappen. Wir werden ihn noch ein bisschen fahren, wir können nicht Gasly so reinholen, oder? Ich weiß es nicht. Müssen wir eh mal bald. Ich wollte noch die drei Runden fahren lassen, dann würde ich gesagt, mach ich immer noch. Hamilton ist in der nächsten Runde, okay, ja gut, ist ja egal. Leclerc kommt rein, okay, Leclerc kommt rein. Da würde ich sagen, holen wir jetzt auch beide rein, mit Mediums halt. Das sollte locker gehen. Das sollte locker gehen, denke ich mal. Oder sind noch, ja, 24 Runden. Wenn wir die jetzt nicht nur angreifen lassen, dann passt das schon so. Ich glaube, Gasly könnte sogar vor Sainz bleiben, tatsächlich, vor Perez. Also kann ich mir vorstellen. Und bevor die jetzt hier wirklich viel verlieren, vor allem Gasly, der auf jeden Fall gut dasteht, holen wir den jetzt rein für die Mediums. Magnus holen wir hinterher rein, der hat eh noch ein bisschen schlechtere Reifen sogar, Mediums. Dann werden wir gucken, was wir da so machen. Aber er soll nur noch aggressiv jetzt fahren und nicht mehr angreifen. Und Magnussen genauso. Weil wie gesagt, die sollen jetzt nicht nur angreifen. Ja, es sollen die mal auch aufladen, um auf die nächste Runde locker zu gehen. Okay, dann fahrt mal rein, Jungs. Pierre vor allem als erstes jetzt. Gasly steht wirklich gut da. Der ist 22 Sekunden vor Sainz ungefähr. Das ist gut. Gasly Stop. Sehr gut. Der wird vor Sainz bleiben. Locker. Ja, Gasly bleibt locker, oder? Oder? Ja, ja. Locker vor Sainz und hat jetzt die perweiseren Reifen. Wahnsinnsrennen von Gasly wieder. Und Magnussen bleibt trotz des Fehlers. Oh, der fährt sogar soft, der Leclerc. Hätten wir. Oh Mann. Hätten wir jetzt auch erst riskieren können? Ich weiß es nicht. Aber können wir lassen den jetzt gleich voll angreifen mal, Pierre. Um auf die nächste Runde zu gehen. Na komm, lass mir jetzt. Und ES lassen wir den auch gleich rausballern. Nämlich jetzt. Sekunde, Magnussen auch. Den geben wir auch die Chance dazu. Bitte ohne Fehler, K-Mac. Und dann fahrt auf die nächste Runde mal. Gleich direkt. Alonso sogar Dritter aktuell, wow. Aber ich glaube, der muss noch in die Box, oder? Ja, nur Gelb im ersten Sektor trotzdem. Ja, gut. Vielleicht brauchen die ein bisschen nur. Ja, Magnussen. Na, da ist, kann er noch Platz 2 sogar schaffen, vielleicht doch. Man weiß es. Grün im Sektor 2 immerhin. Das ist schon mal ganz cool, was das angeht. Zumindest. Ja, er ist leer. Aber Gasly hat sogar die nächste Runde sich zurückgeholt direkt. Sehr gut. Da hat er sich die nächste Runde, Pierre. Oh, Leclerc aber jetzt. Oh, unser 2 ist gelb, bitte kein Heftiger. Okay. Oh, weit ab von der Linie. Mick, okay, gut. Magnus ist aber dran an Leclerc. Und nur angreifen können wir den jetzt ohne lassen. Aggressiv muss reifen. Ja, nee, es bringt nichts. Auf die nächste Runde ist auf jeden Fall zu viel verlangt zu gehen. Der Leclerc hat zum Beispiel Softs auch. Das kann eigentlich fast gar nicht gehen, oder? Ja, komm. Lassen wir sie einfach hier normal fahren. Oh, Benzin müssen wir auch gleich runtergehen, sehe ich hier gerade. Bei Gasly zumindest. Bei Gasly zumindest. Müssten wir mal langsam. Würde ich sagen, jetzt lieber mal. Bei Gasly zumindest erstmal. Magnus ist dran. Boah, viel Frocken. Na, aber ich weiß nicht, ob das was wird für Magnussen noch. Ja, der Fehler. Ohne den Fehler wäre er, hätte er vielleicht zumindest vor Verstappen sein können oder mit Verstappen sein können, als es hier hinter Leclerc noch direkt. Ich weiß nicht, wie schnell das sein wird. Ja, da verliert er Zeit gegen Leclerc jetzt. Dann Gasly da. Ich will nicht sagen, dass wir absetzen kann von Sainz, aber der fährt jetzt weniger Benzin halt mehr und fährt ein bisschen aggressiv trotzdem noch. Ja, aber trotzdem, der kann sich gut absetzen trotzdem relativ. Hat noch bessere Reifen als sowieso Sainz und all das so. Ja, wir sind erstmal in Niemandsland. Ja, Magnus erstmal noch runtertrainieren, lieber Benzin.
Mal sind wir ein bisschen weiter vor, gucken mal, was die so machen. Kann sich Gasly absetzen? Ja, Gasly kann sich leicht absetzen sogar. Wenn Magnussen sich auch immerhin auf Platz 6 hält, aber ja, der Fehler. Der Fehler, der war's. Der hat sie ihm auf jeden Fall kaputt gemacht. Der Fehler. Ist das eine neue Rennplatzierung für Ah, Magnussen hat hier. Sehen wir mal, was da passiert ist. Immerhin. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Hahn. Gucken wir uns das doch mal an. Magnussen hat hier Alonso geholt. Fährt er wirklich durch oder was hat er vor? Und los geht's. Eine Position aufgeholt. Eine ja, immerhin. Immerhin. Platz 5 wieder auch nicht schlecht natürlich, aber. Oh, Sainz und Leclerc sogar. Oh, Leclerc mit den Softs. Oh, oh, oh. Der könnte auch eine Gefahr werden vielleicht. Der könnte auch eine Gefahr werden, gut durchaus. Ich weiß nicht. Erstens, Leclerc könnte auch eine Gefahr sein. Der fährt Softs. Aber er hat noch ein bisschen bessere Softs, aber auch nicht so viel bessere. Aber, nee, Alonso schafft das nicht durch, oder? Zu fahren. Ich glaube nicht, dass die KI sowas macht, oder? Oder doch? Ich weiß nicht. Oh, Magnussen, vorbei, neu. Geht auch noch mehr für Magnussen immerhin, trotz des Fehlers. Aber die Pace war einfach gut, ne? Die ist einfach mega. Man darf auch nie vergessen, Magnussen hat auch noch das alte Chassis. Gasly hat das neue. Ich weiß nicht, wie viel das ausmacht, aber ich denke schon, dass das nicht unbedingt so unwichtig ist. Aber trotzdem, makellose Vorstellung bisher von Gasly wieder, ne? Ist unfassbar. Könnte der zweite Sieg für Haas werden, im bisher nur 11. Rennen der Karriere. Unfassbar, Haas, Alpha Tauri haben wir nicht so gut gehabt am Anfang. Alonso fährt wirklich nochmal rein nebenbei. Ganz ehrlich, mit Gas, also bei Alpha Tauri hatten wir nicht so viel Erfolg. Da haben wir nur einen Sieg in der ganzen Karriere geschafft, also nicht in der ganzen Karriere, in der ganzen ersten Saison geschafft und dann auch erst in Singapur. Wo es auch hätte Gasly sein können, hätte er da keinen Fehler gemacht. Aber ja, das könnte schon der zweite in nur 11. Rennen sein, Wahnsinn. Und das gefühlt gar nicht mal mit dem besten Auto. Das war auch einfach bloß gute, ja, gute Strategie. Ein überragender Gasly, wenn das so auch ein Ziel kommt jetzt am Ende. Wir können den auch einfach mal mit Benzin ein bisschen runter mit. Ja, komm, wir machen den Reifen hier ein bisschen runter. Der braucht nicht angreifen. Ihr Magnussen, den würde ich mal lieber noch angreifen lassen. Benzin auch noch ein bisschen. Bei dem kann ja noch was gehen vielleicht. Um vielleicht mal was in Richtung zumindest Podium noch zu machen. Ein Doppelpodium wäre halt auch nice. Noch. Aber ich glaube, dafür wird das nicht ganz reifen, schätze ich. Haas überholt. Schätze ich leider. Vor allem, weil ich glaube, auch Magnussen wird sich nicht gegen Verstappen durchsetzen können am Ende. Ja, wir sollten den aber lieber trotzdem ein bisschen aggressiv lassen. Benzin auch noch ein bisschen. Leclerc hat, wie gesagt, die Softs. Und damit wird er, glaube ich, ein bisschen schneller sein, das Gasly, wenn er mal vorne ist jetzt. So soll sich Gasly dann doch lieber auch nicht ganz ausruhen. Aber ist natürlich schon sehr, sehr safe fast, ne? Ja, für Magnussen ist Platz 4 das Maximum. Die Räder blockieren und der Wagen fährt. Es hätte um mehr gehen können. Er hätte zu Platz 2 gehen können, aber wie gesagt, es hätte ein Doppelsieg werden können. Wenn der nicht wieder mal so dumm wäre und gerade ausfahren könnte mal. Das wäre ja auch mal was gewesen. Okay, 5 Runden für Gasly noch. Der macht das da vorne schon. Oh, Magnussen, ja. Den können wir aber jetzt nicht mehr mit dem Benzin wieder machen. Bei Gasly müssen wir jetzt aufpassen wieder. Der hat jetzt schon Benzin ausgedient. Ja, ich denke, 6 Sekunden holt er nicht mehr auf Leclerc. Da kann er noch schnell fahren, wie er will. Obwohl das DRS wird Leclerc bekommen auf die Überrundung. Oh, oh. Das ist nicht gut. Nein, Gasly. Gasly, nein. Da hat er immer einen Fehler gemacht. Nein, bitte fahr hier, bitte. Fahr hier. Da blockieren die Räder. Ja, Gasly fährt, glaube ich, wieder, oder? Ich glaube, ja. Ja, okay, okay. Ist okay. Da führt, glaube ich, oder? Ja, die Räder blockieren. Führt er noch? Fährt er wieder weiter? Führt er noch? Ja, er führt noch. Immer noch mit 3. Ach, guckt euch das an. Der kann sowas erlauben und führt immer noch. Aber, genau deswegen, greif an, Pia. Aber ist okay. Er macht auch mal Fehler. Ist okay. Das war immer sein erster im ganzen Team und er hat keine Position verloren. Aber muss es auch angreifen, weil es sind so in 3 Sekunden. Und das noch in 4 Runden, 5 Runden, naja, 4 Runden. Das ist nicht so gut und nicht so komfortabel, wie es aussieht. Wir machen mal ein bisschen weiter vor, ich hoffe, das geht gut. Ah, ja. Ja, 2 Sekunden. Vorletzte Runde, komm, hier, halte durch.
Stroll hat einen Platz gewonnen. Na komm, vorletzte Runde, komm. Das kann dir fast niemand mehr nehmen. Komm. Wir bekommen noch das DRS, das wäre nice. Hat das DRS bekommen hier noch? Wäre cool. Ah, nee, hatte leider nicht. Schade. Aber über Runde mache ich keinen Scheiß. Ja, komm, mach Platz, mach Platz, mach gut Platz. Ja, gut. Leclerc hält, hat der Pech vielleicht? Ah, er wird viel das DRS bekommen eher, oder? Ah. Ah, komm, komm, komm. Aber letzte Runde, letzte Runde. Wir gehen lieber zu Gasly. Das ist ein bisschen wichtiger jetzt. Okay, letzte Runde für Gasly. Oh, es wird noch eng. Oh, da hat das DRS. Der hat das DRS. Nein, da hat das DRS. Ach, komm. Das ist einfach nur Pässe für Gasly. Komm, jetzt verteidige dich irgendwie. Oh, das könnte bitter werden. Das könnte bitter werden. Nein, komm, Pierre, halte dich. Halte dich, halte dich. Ja. Ja, okay, komm. Halte dich einfach. Lass den jetzt nicht mehr vorbei. Lass den jetzt nicht mehr vorbei, bitte. Komm. Kein ES hier mehr. Ganz, ganz knapp. Machen sie wohl Verstappen und Gasly holt das Ding mit einem Fehler trotzdem nach Hause. Oh, das wurde nochmal spannend gemacht. Magnussen hat es wirklich geschafft, Verstappen wieder sich zu halten. Platz 4 für Magnussen auf. Aber ist okay, ein Fehler für Gasly ist okay. Ich meine, Magnussen, der hat da mindestens Platz 2 Pfund verloren, würde ich sagen. Puh. Tja, Pierre Gasly griff dieses Wochenende nach dem Stern. Das ist ein wunderschöner Anblick auf dem Podium und eine wahre Krönung für alle Beteiligten. Der Franzose war heute in tadelloser Form und hat dieses Podium-Finish absolut verdient. Und nach all der harten Arbeit wird dieser Moment sicher in vollen Zügen genossen. Für Haas war das heute ein sehr erfolgreicher Renntag. Ja, das war eine sehr clevere Strategie. Schön zu sehen, dass wir Erfolg hatten. Ich bin schon gespannt. Ja, das kennen wir ja immer von denen. Ja, also mit dem Fehler hat das uns immer spannend gemacht, das Gasly. Also das wäre sonst ein Easy-Win gewesen, würde ich sagen. Aber trotzdem, es ist einfach schon schön zu sehen, dass Gasly auch mal einen Fehler macht. Ich meine, damit sieht man, dass er auch nur menschlich ist und nicht irgendwie wirklich eine Maschine. Gut, er ist wie jeder andere eine Maschine, was KI ist, aber trotzdem jetzt durch den Fehler sieht man, kann man sagen, schön das zu sehen, dass er Mensch ist und kein irgendwie, was weiß ich noch, ne? Aber Magnussen halt schon unterirdisch, was das mit Fehler angeht. Ich meine, Gasly war sein erstes Fehler, ohne dass das Auto mit Testfahrten kennt und so. Trotzdem hat es das Rennen noch gewonnen, trotz dieses Fehlers. Während Magnussen, ja, mindestens, vielleicht schon mindestens Podium verloren hat, sage ich mal. Das sage ich einfach so grob. Aber trotzdem, mega Ergebnis. Beste Ergebnis jetzt mit dem Sieg sowieso und auch mit Magnussen vierter Platz sogar. Und Gasly holt damit sogar vor Russell, Mercedes, die haben heute nur 6 Punkte geholt. Wir 37. Und das tut richtig gut im Kampf um Platz 3 tatsächlich. Mit Haas. Wahnsinn. Unfassbar. Ja, und unfassbar auch dieser Typ, ja. Zwei Siege, 2 Podiums, 3 Finesse-Runden insgesamt. Wahnsinn. Der Pole fehlt jetzt nur noch in der Saison. Dann hat er alles mit einer Zahl in den Statistiken. Ja, Magnussen. Ja, eine schnellste Runde gerade matt. Aber okay, gut. Was haben wir? Dann ist hier kein Entwicklungspunkt, okay. Magnussen kriegt einen Entwicklungspunkt, aber. Okay, geht zurück ins Hauptquartier, wie man es oder wie man so nennen möchte. Und mal sehen, was der Fuchs dann so sagt. Gut, wir haben jetzt eine Aktion. Feinlich Reglement in Rouen, F1 Schulen, okay. Und Abstimmung über Reglement. Ah, wegen den Bonuspunkten für die Pole, schnellste Runde und doppelte Punkte fürs letzte Rennen. Ah, das kennen wir ja von der AlphaTauri-Karriere auch. Da hat sie leider das kürzere Punktesystem in der zweiten Saison gewonnen. Hoffentlich diesmal nicht. Hoffentlich kommt's. Ah, nee, das ist diesmal anders, oder?
An den Nein, Bonuspunkt. Ja, für die nächste Runde. Und ja, für doppelte Punkte oder was? Also, okay. Aber das Punktesystem soll gleich bleiben. Okay, ist eigentlich dann auch egal, was das angeht. Gucken wir das beim nächsten Mal an. Das war es jetzt mega. Nach 11 Rennen von 146 Punkten, ja. Gut, dass die Günther Steiner ausgewechselt haben gegen mich, denn man sieht es ja. 2 Siege schon in nur 11 Rennen. Ja. Ob das Uwe Steiner geschafft hätte? Ich glaube ja mal eher nicht. Gibt uns das Ding ja immer alles erfreut, bis auf die beiden Rennen enttäuscht. Cheddar und Melbourne. Sag hier, Bahrain ist gar nicht mehr da, aber das war ja auch erfreut, haben wir ja gesehen. Okay, das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal. In Frankreich bei Gastes Heimrennen sogar. Oh, da wäre es natürlich auch gut, wenn er da vielleicht gewinnen könnte. Zumindest ein gutes Rennen haben kann. Bis zum nächsten Mal und ciao.